schon mal von Enzo Conti gehört? Ich glaube, Sammy hat ihn mal erwähnt. 61 Jahre, Mafia-Urgestein, hat seit Ewigkeiten in Barclay Mills das Sagen. Erst hat er die Eisenbahn erpresst, dann ist er auf Industriemüll umgestiegen. Das ganze schwere Gerät, das Material für den Casinobau, Stahl, Betonschalungen, das ganze Zeug, ist alles mit Enzos Zügen rangeschafft worden. Das ist Equipment im Wert von Millionen. Wer hat den ganzen Scheiß offiziell in Empfang genommen? Marcano ist ein Gangster, also braucht er einen Partner, eine Art Schattenmann. Wenn das so ist, hat der eine gute Tarnung. Aus seinen Akten bin ich jedenfalls nicht schlau geworden. Also muss Enzo uns sagen, wer das ist. Laut meiner Quellen ist Enzo kein Fan des Casinos. Er glaubt, alle außer Sal Marcano werden voll auf die Schnauze fallen. Vielleicht bringe ich ihn so auf unsere Seite. Wird schwer sein, ihn zu überzeugen, aber versuch's ruhig. Seine Eisenbahn-Connection steht noch und den Industriemüll muss er ja irgendwo bunkern. Da würde ich mal anfangen. Ich übernehme seinen Bezirk. Dann rufe ich ihn vom Hotel aus an und mache ihm Angebot. Wenn er nicht mitspielt, zeigst du ihm, wie die Vietcong sowas lösen. Ja, und... Wow, gerade verschluckt. Ja, und so auf die Vietcong-Art. Gut. Machen wir direkt den, oder? Ja, machen wir. Wow, wow. Was? Okay. Machen wir, kein Problem. Dann schalten wir mal den Enzo aus. Enzo Ferrari. Wow. Oh, ist er direkt hier wieder? Also die Zündkerzen des Motors haben echt Probleme. Ach da. Korps? Oh, war ja klar. Gut, Waffen? Alles voll, gut. Kein. Ist nicht das, was ich erwartet habe. Was, das ist ein großer schwarzer Mann kommt? Das war ein Fehler. Ich will keinen Ärger. Ich habe gehört, dass Sie auf der Müllkippe arbeiten und vielleicht Informationen für mich haben. Sie sind doch Maria, richtig? Mhm, Maria Bava. Ich arbeite erst seit ein paar Monaten auf der Müllkippe. Debitorenbuchhaltung. Glamourös, ich weiß. Die Firma leitet Paul Simmons. Den nennt aber jeder Papi. Sorgen Sie dafür, dass er aufhört. Dass er womit aufhört? Müll in der Bucht zu verklappen, Fahrer anderer Müllfirmen zu erpressen. Aber das ist... Das ist aber noch nicht das Schlimmste, was Sie machen, oder? Mister, die bringen Leute um. Papi, Mr. Simmons, redet am Telefon immer ziemlich laut. Er hat sich mit einem von der Putzkolonne gestritten. Sagte dauernd, sie seien dafür bezahlt worden, jemanden loszuwerden. Wissen Sie, wann diese Putzkolonne da sein wird? Nein, aber vielleicht weiß es einer von den anderen, die für die Müllkippe arbeiten. Ich informiere mich mal über diese Putzkolonne und über den Rest der Müllkippengeschäfte. Alles wird gut, Maria. Sie haben das Richtige getan. Ein paar von Mr. Simmons Leuten könnten mehr über die illegale Müllentsorgung wissen. Und die Leichen. Was du nicht sähst. Einmal bitte rum. Ganz langsam, weil da sind wieder die Cops. Wow. Und einmal Vollgas. Verbleibender Schaden 50.000 $.
Gut, dann machen wir mal 50.000 Dollars Schaden. Dollars. Monetas, Knetas, Asche, Monete. Mäuse, Kohle. Ui. Wow. Yeah. Ja. Ups. Da. Okay. Guck. Wow. Was hat der da? Komm schon. Wenn du dich nicht anstrengen willst, find ich. Wachposten. Beste Taktik, einfach rein und bumm. Okay, da oben. Da und da. Boah, ich brauch mal sowas wie einen Schalldämpfer, ey. Das wäre so einfach. Okay, geht hier eine Treppe hoch? Nee, das geht da drüben. Gut. Erstmal alle ausschalten. Okay, der ist da. Guck. Das ist alles. Was hast du? Gib mir die Scheinchen. Also, sollte noch fertig werden, meine Damen. Wie wär's, wenn ihr euch mal etwas... Okay, der ist da drin. Na, komm her. Komm her, Knuffi. Ja, komm, fein machst du das, fein. Heilige. Du bleib da unten. Guck. Nicht Glück. Ich habe ein System, das ist alles. Ehrlich? Ich auch. Du hast hier nichts zu suchen. Ich weiß. Ich weiß, was du willst. Hier gibt's nichts. Wir reißen dir den Arsch auf. Geh in Deckung. Ah, du gehörst nicht so dahin. Telefon hat geklingelt. Super. Immer diese Störenfriede. Hör mir etwas auf! Ich mach ihn alle! Wow! Ich brenne! Ich treibe ihn raus! Wirst du nicht! What? Ah,
Hier wird nicht angerufen. So. Jetzt kann ich aber, oder? Bitte noch? Ach da. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich wollte doch nur klimmen und heimlich da. Achso, ich muss hier. Okay, wie komme ich da hoch? Gut. Danke. Sehen wir uns das mal genauer an. Ja, dann komm her. Hier war zwar eine Riesenschießerei gerade, ne? Aber ja. Kai von Popo. So, jetzt müsste ich ja eigentlich darüber kommen. Oh, Kohle. Kohle. Ach da. Und noch da. Und hier. Da habe ich den Wiss. Du Sausack. Okay, und schnell weg. Das war jetzt ein Easy-Auftrag. Muss man mal sagen, ne? Der war jetzt voll easy. Jo. Boomhorts-Mord. Okay. Das ist näher. Befrage die Erpresser. Juhu! Mann, fahrt schneller über die Kreuzung. Alter Finne, was waren denn hier auf einmal für Cops rum? Okay. Jetzt bist du erledigt. Scheiße. Ich mach ihn alle. Ich gehe in Deckung. Das muss ziemlich. Nein. Was dagegen, wenn ich fahre? Verdammt, wer bist du? Du wirst mir jetzt alles verraten, was Papi auf der Müllkippe treibt. Oh, und das, wo die Cops sind hier.
dass sie mich ausreißen! Lass mich raus! Spuck's aus, alles, was du weißt. Die verraten mir doch nichts. Ich bin nur ein verfluchter Niemand. Hältst du das hier für ein Spiel? Ja. Na schön, scheiß drauf. Bring mich eben um. Mir doch egal. Rede, verdammte Kacke! Dem, was du getan hast, jagen dich diese Krankenschweine jetzt. Du hast keine Chance, sie anzuschütteln. Du bist durch hier, Nuboldo, kapiert? Das Geld versteckt der Leute. Jo, machen wir. Was für ein dreckiger Job. Wortwitz. Jo. Oh, ist das eine Gurke. Sieht aus wie Bumblebee, nur in alt. Ich würde eigentlich jetzt so querfeld einbrettern. Aber wir sind heute mal ein bisschen anständig. Ups. Jetzt will ich mich so aufs anständige Autofahren am konzentrieren, dass ich gar nicht auf die Karte geguckt habe. So, töten, töten. Was? Töten, 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 töten. Alle töten. Okay. Töten, töten, töten. Alle töten. Guck, guck. Aha. Ich mach ihn alle. Machst du nicht? Oh. Gib mir Feuerschutz, solange ich nachlade. Dann Molotow. Jetzt brennt es richtig. Ich gehe in Deckung. Verdammt, ich kann mich nicht bewegen. Warum kannst du dich nicht bewegen? Rambo ist da. Und ich will! Unser Blut wurde verkauft! Okay, noch einer. Verzeih dich wie ein Mann, du. Was? Was meintest du? Hä? Hä? Ich hab dich nicht so verstanden. Kohle. Hallo da. Kohle. So, das war's. Ne, da ist ja noch mehr Kohle. Und da. Okay, was für eine nette Frau. Okay, hier haben wir noch Geld. Da ist Heilung. Ich brauche Medikit.
Und da Kohle. Okay, welcher Idiot lässt Erich wirklich mal die Kohle einfach da rumliegen? Hä? Wirklich, ey. Mann, Mann, Mann. Da. Gib mir meinen Bumblebee. Und dann hier zu dem. So, Vollgas. Erledige die Putzkolonne. Wow! So. Oh, weg hier. Alle Einheiten im Umkreis. Gemeldet wurde ein männlicher Schwarzer mit einer Schusswaffe im Bezirk Barkley. Bitte eingreifen. Ja, man muss nur schnell genug weg sein, bevor die Cops rufen, und dann ist man schon raus. Außer man hat direkt einen Korbwagen vor sich. Ach, die achten sowieso nicht drauf, wie ich fahre. Sorry. Genau das meine ich. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. So, das machen wir jetzt mal. Wow. Wow. Du schon wieder. Wow. Steig ein. Und weg hier. Voll easy. Da haben wir mal schnell die Putzkolonne ausgeschaltet. Jetzt schnell wieder zu Maria. Warum haben wir mal gesagt, my love you, baby? Come on, Baba. Ah, voll Bremsung. Oh, stimmt ja. Wie? Naja, den Wagen lasse ich sowieso erstmal hier. So. Ehrlich? Ein kleiner Kratzer? Mann. Du hast ja eine Nummer auf der Müllhalde durchgezogen, hast alle zu Tode erschreckt. Ja. Papi, Mr. Simmons hat mich heute entlassen. Das scheint sie zu freuen. Anscheinend steckt die Firma in Schwierigkeiten und er kann mich nicht mehr bezahlen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da raus bin. Nichts wie weg hier. Ist Papi jetzt auf der Müllhalde? Ja, wieso? Was haben Sie denn vor? Wollen Sie ihn umbringen? Das hängt ganz von Papi ab. Wir sehen uns, Maria. Oh ja, yeah, Baby.
Konfrontierbar. Oh mein Auto. Kannst du mir eine neue Karre besorgen? Ich bin in Barclay. Ich gehe noch eben pissen, dann bringe ich ihn raus zu dir. Ja. Klingt ja nicht gerade zweideutig, ne? Einmal Auto. Das ist eine große Hilfe. Und wieder zur Müllkippe. Hin her. Komm, Baby, gib Gas. Ich dachte, er macht jetzt Platz. Okay. Wow. Vielleicht ist er da lang. Treten verboten, Bro. Wir haben ein. Danke, Sonne. Nein. Ich habe ja auch keine Munition.